Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute bin ich sauspät dran. Ich habe voll verpennt. Wir haben schon 12.17 Uhr bei mir auf dem Mittwoch. Und schon 25,3 Grad in meinem Zimmerchen hier. Heide Witzka. Aber das soll uns natürlich nicht dran hindern, weitere Abenteuer mit der Steffi zu erleben und natürlich, ja, Scummies zu generieren. Das hört sich total bescheuert an. Gut, Plan ist heute mein Lieblingsbunker. Ich hoffe, der wurde noch nicht frisch gelootet. Der Server ist ja erst vor 17 Minuten neu gestartet, also sollte das Ganze klappen. Also ich bin schon ganz aufgeregt und werde mich gleich auf den Weg begeben. Aber erst kommen natürlich die Top-Kommentare des Tages. Das erste wäre von General Benny. Der schreibt, ich wollte eigentlich noch für meine Abschlussprüfung morgen lernen, also heute. Aber das muss jetzt leider warten. Und natürlich alles Gute nachträglich. Handy war leider in den letzten Tagen im Urlaub. Ich wünsche dir alles Gute für deine heutige Prüfung. Bei mir ist das schon 12.18 Uhr aktuell. Und wenn die Folge kommt, 15 Uhr, da hast du es bestimmt schon hinter dir. Und die Daumen sind fest gedrückt. Auf jeden Fall. Gut, das zweite Top-Kommentar ist vom Skyhammer. Er schreibt, Tim, die Spitzhacke ist deswegen nur 74% repariert worden, weil die gute Steffi natürlich den Rest vom Schleifstein genutzt hat. Mit dem Werkzeugkasten kannst du doch nur schleifen. Jetzt kommt's, wenn du an einer Werkbank stehst. Ach ja, und in diesem Sinne alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön für die ganzen lieben Glückwünsche nachträglich, die ihr mir gegeben habt. Und danke für dieses Kommentar. Also waren viele, viele Kommentare. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Aber ich habe gerade wieder was gelernt. Man kann Dinge schleifen an der Werkbank mit Werkzeugkästen? Das müssten wir irgendwie mal austesten. Also wenn das stimmt, dann habe ich die ganze Zeit, wo Scum existiert, was nicht gewusst. Okay, seit es den Schleifstein nicht mehr selber zu bauen gibt. Okay, dann würde ich mich noch ganz speziell bedanken beim lieben Kai Mike für 5 Euro Thanks-Button-Spende. Dankeschön dafür. Dafür muss ich dich einmal blinken lassen. So. Ich weiß nicht warum, aber vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Tut sehr gut. Brauche ich auch manchmal. Gut. Man weiß nicht, was man sagen soll, wenn man eine Spende kriegt. Ne? Ich kriege ja sehr selten welche. Ist ja dieser Thanks-Button da unten, da könnt ihr alle draufklicken. Aber da kann man nur mit Google Pay und mit Kreditkarte, glaube ich, spenden. Dann ist ja nicht für jedermann was. Also ich könnte aktuell ja doch mit einer Kreditkarte können spenden, aber die brauche ich, um die anderen Kreditkarten zu bezahlen. Chaos. Gut, egal. Ich laber wieder viel zu viel, ich merke das schon. Das soll auch nicht bedeuten, ihr solltet jetzt draufklicken. Ja, da war wieder ein Rettungswagen. Heute ist die Hölle los. Also ich bin seit 10 Uhr halb wach. Ne? Liege ich im Bett. Es ist 12.20 Uhr. Bin wieder eingenickert. Und alle paar Sekunden fährt ein Rettungswagen oder ein Polizeifahrzeug vorbei. Aber die müssen das ja machen. So, das war jetzt musiklos, das Ladebildschirm. So, jetzt habe ich wieder am Anfang. Das ist bei mir neu. Immer mega Lags. Sobald ich auf den Server komme. Da sollte ich mich nicht viel bewegen, sonst stürzt mir das Spiel nämlich ab. Gut, wir sind immer noch in der Safe Zone. Haben die Tasche natürlich Rappelär, 9 Einheiten Seife. Die Seife ist dreckiger als wir wahrscheinlich. Aber da wir ja keine Sepsis haben wollen, was ja hier jetzt geht, will ich mal ein bisschen was waschen. Vor allen Dingen so hautenge Dinge wie ein Schlüpfer, der ist 100% dreckig. Die hat noch gut, ne? Aber das ist halt so eine Sache, die man pflegen sollte. Ich habe auch schon gerade kurz auf den Server die Uhrzeit eingestellt. Ich repariere den mal, dann ändert sich wahrscheinlich nichts an der Dreckigkeit. 100%. Die Schuhe sind auch nicht so wichtig, aber ich habe nur ein Stückele Seife. Dann habe ich natürlich noch viele wertvolle Tipps bekommen. Andere, nicht nur den einen. Die Spitzhacke war ja, das war ja, ist ja ein grandioser Tipp auf jeden Fall. Da bin ich mal sehr gespannt. Und den, was ich jetzt sagen wollte, habe ich vergessen. So, machen wir den mal sauber. Da verbrauche ich bestimmt die ganze Seife für den einen Schlüpfer. Nicht, dass er einen Harnwegsinfekt bekommt oder sowas, ne? Das war die gesamte Seife, die benutzt wurde. Und der hat immer noch 10%. Ja, wunderbar. Ja, dann können wir Richtung Bunker marschieren. Der ist ja wirklich nur ein Katzensprung von hier weg. Also einmal über the bridge ist ja alles Safe Zone. Ich schreibe einmal Huhu. Weiß gar nicht, ob einer da ist. Ist ja Mittwoch 12.22 Uhr. Und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, dass heute die letzte Obi-Wan-Folge kommt von der ersten Staffel. Mann. Die muss ich mir dann unbedingt reinziehen.
Also ich kann jetzt nicht weiter waschen, ne? Guck mal, hier, die geht auch schon auf. Das heißt, vielleicht wird hier der Händler mal kommen. Was haben wir denn hier für ein Bild? Wow. Super toll. Ein Sonnenuntergang. Aber der Kalender fällt auch sofort auf. Gut. Also hier könnte der Händler drin sitzen, ne? Oder vielleicht sogar so eine Art Missionsgeber mal, ne? Wer weiß. Ich lasse die Tür einfach auf, weil ich ein Arsch bin. So, gut. Ja, wo ist die Brücke? Ich muss jetzt die Brücke finden. Wir müssen einfach Richtung Süden laufen. Das tun wir gerade nicht, aber ich kann ja nicht durchs Haus. Ja, ich habe das heute mal ausgenutzt, das Pennen. Bin auch gestern erst um 3 Uhr eingeschlafen. War so warm in der Bude. Ich habe da zwar eine Klima stehen, aber nur stehen. Also nicht so eine schöne, die an der Wand ist und wo das Ding außen da schön leise ist. Nee, das Ding, da pustet dich dann so an, dass du morgens wach wirst und erstmal halb stirbst. Gut, nicht morgens, das pustet dich immer an. Soll ich mal nochmal gucken hier? Vielleicht finden wir noch ein paar Sachen für Talas. Sehr unrelevanter Müll. Der Sensor. Ich bin im Kreis gelaufen, ne? Kann das sein? Na, ist kein unrelevanter Müll, ne? Meine Scummies habe ich ja versteckt. Natürlich im Video sehr schlau. 6.553 sind's. Was, die wiegen 1 Kilo? Nein, Quatsch. Das ist aber schweres Geld. Und ich habe keine Munition. Sprich, wenn ich in den Bunker gehe, würde ich erstmal von Zombies getötet werden. Genau, deswegen wollte ich eigentlich noch im Kreis laufen unbedingt hier. Guck mal, der Autohändler wird das ja bloß hochbekommen. Und such nochmal den Waffenladen. Das ist der Saloon. Weiß nicht, soll ich mir Pistolenmuni kaufen? Wenn das nicht so teuer ist, kaufe ich Pistolenmuni. Wenn nicht, sonst einen Flitzebogen. Der geht ja auch zur Not. Also auf jeden Fall hat keiner geantwortet. Ist gut, jetzt ist der Server ruhig und nehmen wir in der Regel morgens auf. Heute Abend muss ich aufnehmen, weil ich morgen arbeiten bin. Das heißt muss, ne? Also ich möchte. Alter, was ist doch Wucher? Ich finde aber auf dem Weg keine Muni. Naja, ich hole einen Bogen. Ich brauche jeden Cent. Weg hier. Und sie ist das. Ja, Gummistiefel war noch ein Tipp. Ist natürlich ein lustiger Tipp, ne? Keine nassen Füße zu bekommen. So, jetzt müssen wir wirklich südlich. Wir müssen südlich. Ja, hier ist die Brücke. Oh. Ja, das war schon mal Fail. Dann kriegt man hier wohl keine nassen Füße. Ich hatte auch welche gefunden in der letzten Folge, aber nicht benutzt. So, 58 Nahrung. Ja, Nahrung, ich kaufe nichts, weil kaufen ist eigentlich doof in den Survival-Titel, wo man looten geht, oder? So, wir sind jetzt schlimm leer, das heißt, wir haben eigentlich einigermaßen Ausdauer und können ein bisschen flitzen. Man sieht da oben auch schon den Antennenmast von der anderen Location, also von der hier. Da gibt es ja auch ein bisschen Militärloot. Und ich bin am Überlegen, ob ich da zuerst hinlaufe, aber ich werde wahrscheinlich so in den Bunker gehen, erstmal. Kann ich mir einen Flitzebogen mal bauen? Oh, da muss ich wieder 80 Steinmesser machen, ey. Mann. Ja, wenn ich die Folge hochgeladen habe, bearbeite ich die sofort und werde wahrscheinlich zu meinen Eltern fahren und ein bisschen, ja, alleine mit dem Moped ein bisschen Fahrtwind heute abkassieren. Solange wir in der Safe Zone sind, sollten wir das nutzen mit dem Stein. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Mein Bruder hat heute Geburtstag, der wird 44. Ja. Ich bin 40 geworden, genau, ist 4 Jahre älter als ich. So, wir können eigentlich auch direkt eine Axt bauen, denn die hält länger. Da muss ich nicht 44 Messer bauen. Ach, wir sind so scheiße equipped, das ist ätzend. Aber das ist die Gier, sage ich euch. So, ich habe einen Axtkopf. Damit darf man, glaube ich, kein Gebüsch zerlegen. Toll. Blaue Lösung. Ja, ihr dürft lachen. Die perfekte Lösung. Messer. Ach, was wir haben wir erstmal. Dann können wir schon mal basteln damit. Wie doof. Das Gebüsch gefiel mir eh nicht. Da müssen wir außerhalb des Safe sein. Ich habe ein bisschen Bammel. Und hier im kalten Biom haben wir nicht so gutes Wetter, ne?
wir brauchen erstmal ein Seilchen. Wir haben auch nicht viel zu looten auf dem Weg. Bis auf diese kleine Hütte. Auf dem Rücken gepackt. Das nutzen wir mal hier alle Gebüsche aus. So. Hütte ist. Das müsste so Mittagszeit sein. Jetzt hier kurz vor Mittag. Ich habe vorhin an die Uhr gedreht, aber da habe ich noch so viel zu tun gehabt. Steht da Feuerstelle, was? 400 Gramm. Zap, zap, zap. So, ja, Inventar voll. Gehen wir zum Händler, verkaufen die Stöcke für 1 Cent. Natürlich nicht. Die doofe Axt. Sticks habe ich noch dabei. Und die Axt muss ich natürlich mitnehmen. Ich hätte gerne die kleine Axt als Melee-Waffe. Ich finde die natürlich jetzt nie wieder. Weil sie ja plant, ist mal zu testen als gute Melee-Waffe. Ich muss ja eigentlich nur dem Weg folgen, wenn nicht, ne? Und natürlich noch ein Gebüsch. So, jetzt sind wir aus der Safe Zone raus. Das Blöde ist, dass ich die Scummies mitnehme, ne? Ich kann sie jetzt schlecht irgendwo verstecken. Kann ich. Ich kann eine Kiste bauen, verbuddeln, alles. Ne? Aber für die Folge wird das ja lang. Aber das dauert auch immer so lange, oder? Müsste für ein zweites Seil reichen und... Nein, reicht nicht für ein zweites Seil. Komm, Gebüsche gibt's genug. Da war ja zwar ein langer Stock. Den haben wir jetzt auf dem Rücken. Wir wollen ja auch noch ein paar Pfeile haben auf Ersatz. Ja, der Bart juckt. Seit 40 Jahren kriegt der Kollege, der kommentiert hat, sorry, ich habe die Namen alle nicht, müssen wir das mal aufschreiben. 40 Jahre schon Bart. Und ja, bei dem Wetter juckt er ab und zu mal. Das wüsste ich nicht. War eigentlich logisch. Auch ohne, dass er sich bewegt. Aber das ist wirklich so ein bisschen qualvoll manchmal. Wenn der duale Nadel hier oben juckt. Der Heisenberg-Bart. So. Dann zerkloppen wir mal unser Weg. Komm, wie lange die hält. Und machen ein paar Pfeile. Wir haben ja Quiver. Wir sind ja dementsprechend gut ausgerüstet. Nur waffentechnisch nicht, ne? Ist auch relativ gefährlich, hier so nah an der Safe Zone zu arbeiten. Weil die ja nicht wirklich selten besucht sind. Ne? Aber schade. Deswegen einsammeln, abhauen. Kein Platz mehr. Ich weiß nicht, ob ich das Messer brauche für Pfeile. Ja, schon dort der Bogen langt. Müssen wir gleich rausfinden. Gut. Aber wie gesagt, das Ziel ist heute der Bunker und wieder dran zurück zum Händler. Wenn's klappt. Oh, ich habe schon einen Ruhepunkt gemacht. Aber diese kleinen Gebüsche sind schon eher mühselig. Oh, jetzt muss ich hier craften, ey. Das ist egal. Wird schon gut gehen. Pfeile gehen ja relativ fix. Wenn das Messer nicht gleich kaputt geht. Die Axt nimmt sie scheinbar nicht. Oder darf sie doch nehmen. Ja, nimmt die Axt auch gut. Habe ich jetzt einfach so noch nie gemacht. Also nie so beachtet. Ich habe heute ein schlechtes Gefühl. Das war klar. Ich bin mal so frei. Doppelklick links, ne? Ist tatsächlich, warum geht es nicht wieder neu drauf? Das Löschen, aber das geht auch nicht irgendwie immer. Ich hau's ab. Was ist denn? Ja, du bist nass. Das ist Schnee. Ich bräuchte dir das gar nicht mehr sagen, ne? Und wir laufen mutig gegen den Weg. Oh Gott.
Steinaxt ist auf 3 schon, deswegen. So, wir haben 14 Pfeile. Bis ich was gefunden habe, wird das wohl schon irgendwie klappen. Von Zombie? Nein, das ist ein Schatten. Na, hier. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Sagt Bernd was? 24 Scharfschütze. Das ist semi-lustig. So, aber ich finde es trotzdem gut. So, wir haben schon 15 Minuten verpulvert. Ich habe noch gar nichts erlebt. Aua. Die Axt hat noch 68. Oh, die hat auch schon ein bisschen gelitten. Jetzt durchs Craften wahrscheinlich. Der Gute bei dem Bogen ist halt, dass der Zombie überstehen bleibt. Ne? Du kannst ihn halt wirklich gemütlich mit den Pfeilen voll spicken, bis er dann tot umfällt, ob er jetzt ein Dicker ist oder nicht. Problem ist halt, wenn zwei sind. Ne? Und ist die kleine Hütte. Ich dachte wirklich, eine kleine Kiste zu bauen. Einen Spaten und kurz verbuddeln. Mal hinschmeißen. Ich glaube, das ist aber auch nicht so gut. Wird die dann nicht nass, wenn sie sich auf den Boden legt? Tasche ist jetzt nass. Ja, der Schlüpper, den haben wir nie richtig sauber gekriegt. Aber immerhin haben wir den sauber gemacht. Waffenpistolenholzer, ja. Ja, die werden nasser, seht ihr? 2%, 2,4% nur durchs Rumliegen. Ja, logisch, wir liegen auf dem Schneeboden. Und klar ist, dass es nass wird. Was wundere ich mich da überhaupt? Ist auch die einzige Stelle bei dem Bunker. Hier ist auch noch was Kleines. Ich glaube, so eine kleine Hütte. Und hier, wo man dann so, ja, wo man, da ist die kleine Hütte. Sich so ein bisschen verstecken kann, was aber gar kein Verstecken mehr ist, ne? Ehrlich gesagt, weil ja jeder dann irgendwie hingeht. Aber sie ist halt relativ nah an der Safe Zone. Das finde ich ein bisschen gefährlich, alles hier. Ein Smartphone. Wir trinken Captain Iglu-Hut. Den kann man immer gut mitnehmen. Die haben nur einen Slot. Meine Stiefel waren auch viel zu groß, die ich mitgenommen habe. Was zu naschen? Eine ganze Ananas. Geil. Also nicht eine ganze, aber eine Ananas. Aber nicht überfressen. Apfel, Ananas, Ananas. Ja, kannst du ja alles nochmal durchlesen hier auch. Was bedeutet? Auch ganz übersetzt, finde ich gut. So. Ja, sehe ich super so. Mehr Salz? Ne, das lassen wir mal. Ja, es wird wahrscheinlich nichts wert sein, ne? Salz. Das ist bestimmt schon abgelaufen. Das finde ich sowieso so witzig, dass das ablaufen kann. Gut, jetzt habe ich in der Tasche. Ja, Sicherheit noch ein bisschen die Axt. Hoffe, dass wir sehr schnell 45er Moon finden. Da oben drin. Und nehme natürlich die Talas jetzt mit. Es beherbergt natürlich immer die große Gefahr, dass man stirbt. Und da muss man sein Loot ja wiederholen. Wenn es durch einen anderen Spieler ist, wird es halt nur noch schwieriger. Und durch Zombies, ja, dann bist du wieder nackig, ne? So, es hat tatsächlich niemand geantwortet. Nur die Message of the Day kommt die ganze Zeit. So, jetzt Vorsicht. Der hat mich hier schon so oft erwischt, schon an der Stelle. Ah, da oben. Der hat mich fast gesehen. Jetzt losrennen. Perfektes Timing. Oh, lass den zu sein im Bunker. Obwohl das scheiße ist, weil man ja durchlaufen muss. Macht der andere. Oh, bitte dreht euch nicht um, guckt mich nicht an. Hier übersehe ich bestimmt wieder eine Waffe im Eingang. Oh, wow, wow. Der ist doch nur ein Spiel. Ist alles gut, stimmt. Warten lieber, bis zu ist.
So, der dann ist gepetzt. Ist jetzt schon scheiße. Muss ich wieder alles mitnehmen? Ist schon alles leer hier. Wir lecken. Das ist keine 45er. Mann, ah, die nehme ich auch mit. Kann man auch verkaufen. Das geht ja jetzt um das Sammeln für Geld. Scummies. Nur für ein Fahrzeug endlich. Ne? Wir haben nur ein Boot. Das muss ich auch langsam mal wieder bewegen. Der Server löscht das ja gnadenlos. Und dann müssen wir schon wieder für ein Boot sparen. Aber wenn wir erstmal ein Auto haben, dann sind wir ja mobiler. Und der nächste. Nächste Fahrzeug mit Martinshorn ist im Armrücken. Sehr ruhig hier drin. Und er war noch zu. Es ist nicht mehr so ruhig. Es rauscht auf einmal. Alter, das ist so laut, wenn der hier durchfährt, ne? Dass das Siren Mini das so hammer ausblenden kann. Ich hatte nicht mal gedacht, dass es so eine Mikrofone gibt. Ich kann es nicht haben, wenn ich keinen Punkt habe. Boah, das ist doch lächerlich, ey. Ist ja gar nichts. Muss ich alles mitnehmen, was ich finde. Ist egal. Obwohl, wir werden eine Menge finden noch. So viel ist sicher. Weil der Bunker ist schon sehr geil hier. Und das nehme ich nicht mit. Scheiß Schlagringe. Da kommt der Raum der Räume. Sicherheitshalber manchmal zu. Ne, nicht das Zombies gleich spawnen und dann hab ich die Arschkarte. Hier ist alles dicht. Es ist die Krux natürlich, dass ein anderer Spieler die Tür ja auch zugemacht hat. Ne, das kann auch passieren. Wäre keine Seltenheit. Mehr Slots und ein schönes schwarzes Kleidchen. Wenn es so weitergeht, verdienen wir heute ein Scummy. Bin zu klein, guck mich dran. Hedges, also Streichhölzer, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie viel wert haben. Ja, das auch nicht. Das habe ich ja. Hat dem immer was bedrücken ist, diese Bunker, ne? Erstmal unten alles abklären. Batterien brauche ich nicht. Hab nichts, was Strom mit versorgt werden muss. Was soll denn da Metallschrott drin? Warum ist denn. Wer lagert denn im Bunker Metallschrott ein? Wow. Jetzt können wir wieder gebrauchen, eine kaputte Waffe zu verkaufen. Oder eine, ja, ihr wisst schon. Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, was ein Waffen-Repair-Kit ist. Also der Loot ist schon episch. Ich glaube, das ist sehr groß, naja. Das ist einfach nur ein Teil, auch nur ein Slot. Ein Gummiband! Wenn findest du hier drin Munition. Ja, also, das ist so eher ein Munitionsraum, würde ich sagen. Ah, oh, eine Block. Oh, dann könnten wir unser Zuhause endlich mal fertig machen. Ich finde die Waffe sogar selten, ehrlich gesagt, mittlerweile. Egal. Also, wir müssen viel umsortieren gleich, wenn wir in so einen Armory-Raum gehen.
heute wach geworden, habe mich erstmal gefühlt wie vom LKW überfahren. Und das Schlimmste ist, ich habe mir das Nummernschild nicht gemerkt. So. Ja, 9mm Pistole, 9mm Magazin. Fehlt noch 9mm Munition. Das M82 heißt das. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Also ich glaube, das ist M82. Das habe ich noch nie gefunden. In allen Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Knackwerkzeug. Mann. Na, wofür brauche ich jetzt Seile? Ehrlich gesagt, ne, ist egal. Es ist nicht der finale Loot in meiner Hosentasche. Da sind viele Kartons oben. Ich frage mich nur, wer die da oben stapelt und nichts reintut. Furchtbare Langeweile gehabt haben, der arme Mensch hier im Bunker. Ist vielleicht wie bei Lost, der war ja die ganze Zeit eingesperrt. Mal sehen, wie der da reinpasst. So. Der Steffi wird großzügig verkaufen. Also, wenn ich jetzt ein Nachtsichtgerät finde, das werde ich behalten diesmal. Finde ich zwei, verkaufe ich natürlich eins. Obwohl eins auf Ersatz immer gut ist. Aber es geht ja wirklich darum, jetzt in wirklich nicht mehr viele Folgen mobil zu werden. Richtig mobil. 16 Magazin. Ich dachte, wäre cool, wenn der Wert da jetzt schon dran stehen würde, ne? Wüsste man immer, was man weglassen kann und was man mitnehmen soll. Das ist fast sogar gut. Pistole hat 15 Schuss, ne? Aber die ist ziemlich ramponiert. Besser als der Bogen. Den ich aber immer noch ein paar Minuten behalten werde. Der sieht wieder wie neu aus. Oh, 7, ist doch ein Kack. Aber wir sind auch sehr laut, das davon auch nicht vergessen. Man kann schon das Fenster öffnen, bevor man lootet. Das ist ja lustig. Okay, dann gucken wir mal hier oben erst. Das ist ja so viel zu ruhig. Macht euch keine Sorgen, da wird schon gleich was kommen. Boah, direkt ein geiler Raum. Scheiße, ich habe keine Schraubendreher. Nein. Winterschalldämpfer. Schon eine an? Ja, ich habe die hier an. Ich behalte die auch an. Sicher ist, sind mehr Slots. Dann sind hier so viele M16-Klappvisiere. So, wie sieht's aus mit Durst? Eigentlich gut, ne? Eine Wasserflasche mit. Falls sie gleich jammert, aber sobald ich da trinke, muss er wieder pinkeln ohne Ende. Weißt du, nur eine Haarklammer. Aber die bringt mir jetzt auch nicht. Dietrich habe ich ja, da fehlt da der Schraubendreher. Naja, wir wissen, dass das noch nicht offen ist. Mann, Metallscheiß. Ist mir jetzt zu groß, tatsächlich. Achso, ich bin falsch rumgelaufen. Aber diese Armory-Räume und so, die sind gut, weil die ein Fensterchen haben. Da kannst du ja die Zombies durchtöten. So wie die hier. Das dürfte eine erste Labor sein, okay. Handy-Akku auf Ersatz haben sie da. Batterien für Stromversorgung.
Nee, möchte ich nix. Und einen schnellen Lootfinger, ey. Da ist ja nicht der Kasten an der Wand irgendwo? Nee, das ist im Erste-Hilfe-Raum. Den ich nie knacken konnte. Ja, ich muss sagen, ich habe total vergessen, ne, das mit dem. Aber hier gibt es auch Schraubenzieher drin. Das habe ich nicht angedacht. Geld. Ich mag schon mal niedrig, also als. Ich werde schon einen Schraubendreher finden. Oder wollt ihr lieber, dass ich Schraubenzieher sag? Aber kann nicht viel wert sein, glaube ich einfach nicht. Oh. Ah, hier sind die interessanten Räume. Medikamente. Oh, nichts auslassen. Auch ein Schraubenzieher. Dreher. Jetzt habe ich selber Schraubenzieher gesagt. Aber ist echt nicht wirklich toll, der Loot, ne? Nicht toll, der ist nicht toll. Ich würde sogar fast sagen, mangelhaft. Die Nadel angebracht, aber die verbraucht ja kaum Platz. So, Hut. Nägel. Blatt Papier. Nichts. Nichts. Schachtel kippen. Ich gehe ja raus, wie als ob ich eine Mini-Ortschaft gelootet hätte, ja? Wenn das so weitergeht. Jetzt brauche ich keine Dietriche mehr machen. So, also hier so ein Günststuhl und Schraubendreher, da passt er wohl zusammen, oder? Ich will es mit dem Kopf schütteln an eurer Stelle. Sagen nö. Hut. Hut. Wo kam ich denn her? Ich glaube, bergauf ging's. Da waren wir noch nicht. Ich sage mal, Lieblingsbunker dazu und kenne mich da gar nicht aus drin, ne? Aber das ist, glaube ich, relativ normal in so einem Spiel. Sie denn auch hier alles merken. Tourniquet. Boah, ich habe gerade an einen Tourniquet gedacht, als ich darauf gedrückt habe. Witzig. Nochmal eine Regenjacke in grün. Und natürlich ein Hut. Wer hätte mit was anderem gerechnet? Außerdem ist das zweimal das Frauenklo. Warum eigentlich? Nicht, dass das stört. Wir sind ja eine. In-game. Da war auch, glaube ich, noch nie was drin. Okay, seht schon. Mangelhaft. Mangelhaft. Control Room noch einer. Die mich eigentlich so sehr interessieren, aber ich brauche was zu essen. Warum wird hier so heiß drin? Jetzt haben wir schon 27 Grad gleich. Nicht überfressen, Vorsicht. Alles gut. Aber mein Essen geht einfach nicht mehr nach oben. Hut. Boah, Painkillers. Die kannst du gut verscherbeln. Ein kleiner Notverband. Ich glaube, ich habe die Tasche schon randvoll. Futter kommt in den Balk, oder?
Alles offen, alles offen. Wie gesagt, hier habe ich den einen Raum noch nicht die vier Teile geknackt. Okay, jetzt ist einfach nur ein bisschen verwinkelt hier alles. Ah, oh, die Herrentoilette. Gut, die hat auch Licht. Natürlich eine Mütze. Ein taktischer Pullover. Den hatten wir, hatten noch keinen Pullover an. Wir sind hier im Schneebiom und ich habe keinen Pullover angehabt. Wir können das mal reparieren, was wir da eingesammelt haben. Hier den. Aber dafür habe ich den Mist ja, ne? Ist ziemlich schmutzig. Problem ist, dass sie gleich beim Händler wahrscheinlich erstmal durcheinander kommen. Boots. Weil so viel Scheiß-Kleinzeugs in der Tasche. Oh, das ist so geil. Ist voll gewesen. Ich brauche es nicht, aber ich kann es verkaufen. Das hört sich an, als ob ich Geld geil wäre. Das geht aber ja natürlich nur um Ingame-Geld. Das brauche ich euch nicht sagen. Ihr kennt mich ja mittlerweile alle schon ganz gut. Ich war oben. So, jetzt sei doch nicht so geizig und gib mir doch mal einen. Da. Zwei kann ich aufmachen. Schrott. Was ist das denn für eine Tür hier? Mit dem blauen Rand da unten. Die Fresko-Räume. Früher waren sie es jedenfalls mal. Jetzt sind es irgendwie alles Räume. Schwimmt sie so? Er wird warm. Ist ja witzig. Muss ja echt kalt hier sein, oder? Der Bunker im Schneegebiet, der hat bestimmt keine Heizung. So. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt ein bisschen Glück haben, ne? Ich könnte ja mal Drohnenvideos machen hier. Ich hatte ja mal eine Zeit diese Miniserie gemacht. Und dann einfach mal alle Bunker als Drohne zeigen. Also, da waren wir noch nicht. Was haltet ihr davon? Ich kann ja als Drohne richtig viel mittlerweile machen. Sechs Einheiten haben wir jetzt. Hier liegt. Nein! Nein, Spiel, du willst dich doch vernatzen. Ein M82. Ich hab's noch gesagt. Und zwei fucking Masken. Glaub's ja nicht. Weg damit. Boah, ist die groß. Weg damit. Hier kommt Scheiß auf den Kack. Scheiße, die Masken sind aber wertvoll, also ohne Witz. Die passt natürlich nicht im Stiefel. Was ist das für eine? Die Block. Gern zerlegen können, das wäre geil. Werfen wir eine Block weg. Die hat 32. Die hat 33. Ist das einer mehr, Tim? Mathematik. So, es fängt schon an hier mit der scheiß Knibbelei. Aber die muss ich unbedingt mitnehmen. Die sind beide noch sehr gut, also die nicht. Also wenn ich jetzt rede, hört ihr wahrscheinlich wieder ein lautes Geräusch draußen.
Falsch. Was ist denn? Ach, eine Mine. Okay, so, hier muss ich leider was loswerden. Dafür habe ich das Magazin sogar. Das war mal ein guter Raum. Meine erste M82, ich kann es gar nicht glauben. Falsches Magazin, ne? Ja klar. Die ist tatsächlich ordentlich was wert. Das muss man jetzt so leider sagen. Das heißt, ich will gar nicht verkaufen. Aber ich muss auch erstmal lebend dahin wegkommen hier, ne, aus der Geschichte. Ich lasse in meine Ruhe da den Raum. Wir sind nämlich schon völlig überladen fast, aber die will die Tasche rappelvoll haben, ist einfach so. Was sind hier mit den ganzen Regenmänteln? Es ist schon irgendwie witzig, dass man immer genau das Magazin findet, was man gerade nicht braucht, ne? Geht nicht. Komm ich nicht. Ist doch ganz unten. Will er nicht. Da. Boah, war das knapp. Heide Witzka. Das ist ja immer ein Ruhmpunkt. Jetzt habe ich keine mehr. AKM. Da müssen wir das in der Hand nehmen. Aber ich muss gleich rausrennen, ne? Schon überall. Ich vergesse das manchmal. Ich noch ordentlich Slots frei, hab ich hält. So, jetzt hole ich da nicht mehr rein. Hier nochmal Boots. Sie sind viel zu groß. Und ich würde sogar fast sagen, wir hauen gleich schon ab, ey. Das ist mir schon zu kacke. Was soll eine Kacknadel hier weg damit? Da brauche ich auch nicht. Aber das wird schon was bringen. Vor allen Dingen die M82, die ich wirklich, wirklich gerne behalten würde. Aber wer läuft hier denn mit einer M82 rum, mal ehrlich? Ich glaube, kein Mensch, oder? So ein Blödmann. Ach, guck ich hier rein, Blödmann. Der ist auch immer gleich aufgebaut, ne? Dann kommst du hier zu den Amori-Räumen. Wenn einer da wäre, ne? Ich muss gerade pinkeln. Oh. Ich weiß aber nicht, in welchen ich jetzt nicht war. Schon geknackt habe. Also viele waren es nicht. Aber wir haben die Tasche schon voll. Aber ich hab. Die haben sogar gute Werte, ne? So, nicht ein werter Zombie im ganzen Bunker. Das gibt's doch gar nicht. Das hatte ich ja noch nie. Muss ich irgendeinen Raum kurz verstecken? Ich muss echt pieseln. Damit kein Zombie drin ist. Kurze Pause. Jetzt.
bin ich von der Toilette und jetzt haben sie irgendeine Hochzeit draußen und hupen die ganze Zeit. Echt Wahnsinn. Ich bin aber währenddessen am Aufräumen gewesen. Die sind, glaube ich, schon vorbei. Was wir mitnehmen und was jetzt hier liegen lassen. So. Oh, da kommen 100 Autos hier zu hupen. Mann, was ist denn? Ich hasse diese Stadt. Gut, egal. Ich hasse sie nicht. Ich mag sie sehr gern, aber es ist ultra anstrengend. Ach, was mache ich denn jetzt? Nicht hinlegen. Weil die muss immer sofort so pinkeln, dass sie fast kaputt geht, ne? M82 Alpha 1. Ich hab's anfangs noch erwähnt. Ich find's so genial. So. Achso, ist keine Tür. Komm ich jetzt her, ich bin schon wieder Alzheimer geplagt. So, ich hau jetzt hier ab. Obwohl, da ist noch ein Raum. Ich weiß aber nicht, wo der war. Search. Da. Mein Gott, stelle ich mich manchmal auch blöd an meinem Schlossknacken. So. Schrott. Da sind meine Pfeile drin. Ist die Jacke drin, okay. Eine Einheit haben wir noch. Hier ist noch Platz. Da ist noch Platz drin. Der Zombie hier drin. Renn, scheiße. Hat ja die Schulterstütze, ne? Boah, ich war gar nicht unten. Da sind noch die ganzen Gänge. Ich will die Tasche voll haben. Das ist nicht gut. Die mögen das nicht, wenn man Türen aufmacht. Die sind dagegen. Oh, jetzt wird die G wieder groß. Wow. Ey. Schon im Hellen. Ich kann hier im Dunkeln nicht kämpfen mit dir. Gott sei Dank nur einer. Der erste Zombie heute. Oh, ist das Ausdauer? Meine Kumpel lacht dich schon aus dahin. Alter. Das finde ich manchmal so seltsam, ne? Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Der verprügelt mich jetzt. Jetzt muss ich ballern. Hier sind alle Türen offen. Ich muss, glaube ich, da raus. Da steht doch Exit. Überall an jeder Scheißtür hier. Boah. Das war kacke. Hä? Was ist das denn jetzt? Ah, er hat es doch geschnallt. Oh, was haben wir denn für eine Verletzung? C1 zweimal. Das werde ich nicht mit Tourniquet. Ach, das ist schon fast vorbei. Seht ihr die Pistole? Das ist nicht schwer zu erraten, dass wir ein Defekt ist. Halb tot bin ich schon jetzt. Nee, ich fahr heute ab. Ich hab Schiss.
immer so viel Platz. Das wäre so ärgerlich einfach. Nein. Jetzt sind ziemlich alle gespawnt hier, ey. Der Penner, ey. Ja, ich bin nervös. Kann, wenn wir Schrot finden, wenn wir es gefunden hätten. Muss ich an die Mumpeln jetzt hier. Pistolmumpel. Hä? Hat doch ein Paket ausgepackt. Nein, da ist es, wollte ich schon sagen. Bei diesem Sprengzombie, mit dem möchte ich heute nicht über den Weg laufen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wahlmagazin, ein ganz schön kaputtes. Und 50 Skammies. Ist keine Aufmerksamkeit mehr regen. Und mein AK. Ich hätte sie wieder vergessen, wenn ich sie nicht überrannt hätte. Ich glaube, das geht hier raus jetzt. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Alter, was ist da los? Help! Einer nur, ne? Komm. Nein, zwei. Sieben. Mann, was ist denn los? Was soll denn das? Sind hier reingerannt vielleicht oder so. Wow. Oh, das wird ein geiler Screenshot. Muss ich irgendwo unterstellen, in irgendeinem Raum. Da ist noch einer, das kann doch nicht sein. Ich hab gleich keine Moon mehr. Hier sind Räume. Wenn wir noch länger warten, heißt länger. Spawn wieder. Oh, mein HP geht's kacker. Wir haben das bis jetzt ganz gut überlebt. Oh, ist mir warm. 27,1. Da gucke ich hier überhaupt. Hier so Ego-Perspektiven-Blick. Sieht man eh besser. Ich habe auch ganz schön Krach gemacht hier mit Scheißbunker. Und plötzlich waren sie da, die werten Herr Zombies. Vielleicht kommt der Raum wie gelegen. Oh oh. Will das gar nicht so spannend machen. Wollte easy peasy durch den Bunker rennen. Hab mich gefreut, dass hier keine Zombies rumrennen. Oh, da steht einer um die Ecke mit Sicherheit. Wenn ich außerhalb des Bunkers sterbe, da kann ich wenigstens meine Leiche looten. Ist über mir.
Oh nein, ich bin wieder hier. Bin ich mir hier geraten? Okay, kriegen wir langsam wieder HP wieder. Das dauert noch 100 Jahre. Ich bin hier sowas von falsch. Medikamente, irgendwas. Weiß ich, ob es was bringt. Oh, geil. Mann, deswegen noch mehr Sachen, die ich verkaufen kann. Heilen brauchen wir ja nicht mehr. Hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass ich hier looten durfte. Habe ich eine Weste auf dem Boden rum? Hab ich aber eine an, ne? Bienenpollen. Die haben auch noch gar keinen Sinn, aber die werden bestimmt was wert sein. Ach, ich mach das jetzt. Ich habe die AK verbummelt. Ich habe die AK verbummelt. Ich wusste es. Dass ich das nicht schaffe, die zu halten. Eine wertvolle AK. Futsch! Und ich werde den Teufel tun. Das war mein Panik, da wo ich die Panik hatte. Wir kriegen wieder HP. Oh. Komm hier, erstmal zum Onkel Doktor. Und wir kriegen auch HP, wenn wir unterwegs sind, ne? Boah, gut, dass ich alle Midi-Waffen weg habe. Kannst jetzt losgehen. So, wo muss ich lang? Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Boah, das war nur einmal aus dem Mund. Ich glaube, es geht hier einfach nur um die Ecke, ne? Wir sind über mir. Das ist ich kriege das alles mit. Schutz von hinten. Die habe ich doch gerade gekillt. Ich habe keine Mütze auf. Ich kann es nicht haben. Kann es eigentlich nur der Ausgang sein da hinten. Das kann sich auch so durch so einen Kahn. Oh, Ausdauer. Nicht wieder looten. Komm hier nicht raus. Wir sind schon bei einer Stunde Aufnahme. Aber wir haben wenigstens wieder 87 HP. Sind sie zwei Türen? Ja, hier geht's raus. Sieht man eine Lampe? Zucker. Haben wir von uns selber gebrochen meistens. Ist das der andere Ausgang vielleicht? Komme ich ja immer durcheinander hier. So, einmal kurz Bubu machen. Dumm, sich jetzt so hinzulegen, ich weiß. Boah, ich bin. Boah, die Therapie gleich, ey. Boah, das ist der Eventraum. Auch falsch.
mal als Fluchttür aufmachen. Ein Scummy. Ja, wo nicht meckern. Einer ist besser als keiner. Es ist hier sehr viel leiser geworden. Auch danke, Spiel. Ach, Schießpulver war ja nichts wert, haben wir schon geguckt. Also nicht viel. Ich bin so orientierungslos, ich meine, diesen scheiß Bunkern, ne? Aber manche Leute haben auch Autos. Kann mich jetzt nicht her? Doch, war mich. Fluchttür. Das ist nämlich schön offen. Ich laufe hier nur im Kreis. Ja klar, laufe ich da im Kreis. Gab's da keine Tür? Scheiß M82 drückt die Steffi in die Knie. Kann nicht wahr sein. Ein bisschen auf die auch so achten, falls was passiert. Ich bin oben reingegangen, ne? Das war das Problem. Stimmt, wir kamen oben rein. Ja, das sind diese Kackgänger. Ups, da kommt nie noch ein Zombie. Ich habe nur noch zwei Schuss. Wenn du Glück haben könntest, du die AK nochmal finden, aber vielleicht bin ich nur rübergelatscht. Kann auch passiert sein. Die ist doch auch völlig falsch. Hier ist ein scheiß Control Room. 45er? Gar nicht so schlecht. Platz mal für Pistole. Hup. 7 Schuss, das ist nicht wirklich die Welt. Für so eine scheiß Pistole ist hier mitschleppen, ne? Und dann noch 2 auf Ersatz kommen, egal. Mache ich jetzt. Und da muss ich hier raus. Aber frag ihn der Sonnenschein. Ach, Schrott. Ah, findet man den richtigen Weg. Weil überall Exit, muss ja auch überall Exit stehen, ne? Mir ist ziemlich warm. Ja, besser als gleich eiskalt. Bin sehr gerannt. Ah, jetzt weiß ich grob. Wir kamen auf jeden Fall da raus. Da oder da. Ich denke nicht, dass es so eine große Rolle spielt. Mann, dieser Lachzombie. Mist. Eine böse Überraschung erleben. Ein Sicherheitscheck. Was? Achso, ich habe die falsche Pistole in der Hand. Oh. Das hätte was werden können. So.
Hallo? Hat sich einen anderen Weg gesucht? Kannst du nicht machen, du kannst ja aber weggehen und dann kommen. Lass das den richtigen Weg sein, ihr Mann. Nein, du kommst. Control Room. Das wird heute nichts. Wir sind schon bei 1 Stunde 6. Genau. Lachzombie. Dünnstuhl. Labor. Da sind noch Schränke. Das war der erste Raum, in dem wir waren, ne? Vielleicht darf ich nur knacken jetzt eigentlich. Ah, die beiden. Eine Langwaffe würde ich noch auf den Rücken werfen. Die habe ich jetzt aus der Hand genommen, muss ich aufpassen. Oder in der Hand nehmen. Ja, Mech. Die höre ich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Tot am liegen. Boah, ich komme nie wieder. Entschuldigung, nie wieder raus. Mann, weil ich auch im Kreis noch die ganze Zeit. Das geht mir so auf den Sack, ich habe keinen Bock mehr. Ich mach gleich Pause, fertig. Es spawnen 5 Millionen Zombies drin, ich bin gleich tot. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Mann! Hat man endlich mal geilen Loot, ne? Zum Verscherbeln. Ich finde den nicht mehr. Ich bin jetzt durch alle Türen 18 Mal gegangen. Er ist einfach weg. Aber der Kanister, der stand doch da hinten. Du weißt, ich bin nur hier rumgelootet. So rum. Warum ist denn dann nicht das Exit da? Warum nicht? Warum ist es nicht da? Der lacht mich nur aus. Da ist ein niegelnagelneuer Gang. Hier war ich noch gar nicht drin. Oh, ich schwitz, ne? Mir ist auch noch heiß dazu. Lassen den mal explodieren, dann haben wir unsere Ruhe vor dem. Wenn es so heiß wird, da wird man aggressiv. Das merkt man direkt. Bist du da drin? Was haben die jetzt gehört?
Ach man, explodier doch endlich! Ja, danke dir. So. Och, Heidewitzka, ey. Was für eine Folge ist denn das heute? Chaos pur. Also, ich war überall. Ich bin aber nie. Guck mal, da steht überall Exit. Das ist so eine Sauerei, ne? So, wenn offene Türen gibt, ist schon mal gut. Da war ich doch bestimmt schon 30 Mal jetzt. Das sieht ja auch alles gleich aus, ne? Das ist das Problem. Ich höre kein Mech laufen. Ich weiß nicht, wie tief ich hier in diesem Scheißbunker drin bin. Der Fuck-Kontrollraum, den ich schon 8 Mal gefunden habe. Boah, ich bin richtig aggressiv gerade. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, im Bunker zu latschen, ehrlich. Lieblingsbunker, mein Wildbunker. Scheiß Gynnräume. Muss mich hier alle 10 Sekunden ausruhen wegen der 8 Tonnen schweren Snipergewehr auf dem Rücken. So ein Quergang vielleicht, aber da kommst du ja auch nur eine andere Tür wieder raus. Das ist ein großer Raum. Das ist ein großer Raum. Genauso wie hier. Wenn wir jetzt weiter geradeaus gehen. Ich komme immer in den Raum wieder raus. Komm immer wieder an dieselben Stellen. Kann ich schon wieder looten. So, jetzt mal in der Pause, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oder? Was haben wir hier für einen Scheiß? Diese Riesen-Control-Room. Ne, ich mache jetzt eine Pause, sonst wird die Folge auch zu lang. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, sonst schaffe ich es nicht. Sonst habe ich 3 Stunden Folge.